Ja, herzlich willkommen zum maschinenorientierten Programmieren. Wir schauen uns heute die Übung 3.4 an. In der Übung 3.4 geht es darum, die Mehrwertsteuer zu berechnen, und zwar alles mit Hilfe der Integer-Arithmetik. Ich fange mal an. Wir müssen den Bruttobetrag und die Umsatzsteuer einlesen. Also bitte Betrag eingeben. Wir verwenden scanf %d für Integer, Kaufmanns- und Brutto und printf der Umsatzsteuer in Prozent eingeben. Und das gleiche nochmal %d und UST. So, die Formel ist gegeben. Ich werde es jetzt einfach erstmal nur abtippen. Und zwar berechnen wir die Mehrwertsteuer in Euro. So, gegeben ist die Formel, das M ist B, also Brutto, mal die Umsatzsteuer geteilt durch 1 plus die Umsatzsteuer. Das ist jetzt mal einfach so abgeschrieben, wie sie in der Angabe steht. Wir müssen jetzt aufpassen, in der Angabe ist Umsatzsteuer als Prozent angegeben. Das heißt, mathematisch bei zum Beispiel 7% wäre es 0,07. Dann würden wir geteilt durch 1,07 hier ausrechnen. Wir haben jetzt hier in der Umsatzsteuer den Faktor 100. Wenn ich 7 eingebe, dann ist der Faktor 100 bereits enthalten. Es macht wenig Sinn, hier noch weiter zu dividieren. Wir wollen mit Integerzahlen rechnen. Das heißt, wir müssen erweitern. Wenn wir bereits den Faktor 100 in Umsatzsteuer enthalten haben, werden wir auch hier den Faktor 100 einführen. Das heißt, wir haben den Nenner jetzt vollständig auf 100 erweitert. Die 1 wird durch 100 ausgedrückt, die Umsatzsteuer ja ebenfalls mit Faktor 100. Der Zähler ist ebenfalls bereits durch die Umsatzsteuer mit dem Faktor 100 erweitert. Da steht nicht 0,07, sondern eben die 7. Das heißt, der Bruch an sich geht wieder auf, die 100 kürzt sich raus und wir sind wieder beim Betrag in Euro. Wir sollen jetzt den Betrag in Cent ausgeben. Deswegen füge ich das nochmal in einer weiteren Zeile hinzu. Ich nehme die Formel von gerade eben, die ist in Euro. Wenn wir also das Ganze in Cent haben wollen, müssen wir nochmal den Faktor 100 aufmultiplizieren. Dann ist unsere Mehrwertsteuer, die im Bruttobetrag enthalten ist, ausgerechnet in Cent. Und wir können das jetzt mal testen und ausgeben. Zur Ausgabe, ich gebe enthaltene Mehrwertsteuer aus. Und wir geben das gleich auf zwei Nachkommastellen, also Euro und Cent. Das ist %d, %02d. Wir wollen auf zwei Nachkommastellen mit führenden Nullen. Und geben jetzt einmal die Mehrwertsteuer in Cent geteilt durch 100. Dann bekommen wir die Euro vorm Komma. Und ein zweites Mal modulo 100, dann bekommen wir den Rest auf die 100, also die einzelnen Cent. Wir können jetzt mal testen, wenn wir ausführen. Es war angegeben 107 als Betrag, bei 7% kriegen wir genau 7 Euro. Und das zweite, was auch angegeben war, 100 und 19%, dann kriegen wir 15,96 als Mehrwertsteuer enthalten. Jetzt sollen wir in der Ausgabe noch runden. Mit Gleitkommazahlen wäre das einfach. Wir würden einfach mit %.2f auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Damit würde printf das Runden für uns übernehmen. Wir müssen jetzt hier das Ganze noch mathematisch
vornehmen. Das heißt, ich habe eine dritte Variante. Das ist in Cent 100. Wir hatten das in der Vorlesung. Im Prinzip ist es erstmal genau das gleiche, was hier drüber steht. Und Ziel ist ja hier noch ein halb hinzuzufügen. Wir möchten plus ein halb rechnen und 1 durch 2 bei Integer-Arithmetik gibt natürlich 0. Das heißt, was wir tun können ist, wir nehmen das plus ein halb mit in den Zähler. Also ich klammer den Zähler, übernehme plus ein halb. Und jetzt müssen wir natürlich, damit es mathematisch korrekt wird, den Nenner mit in den Zähler übernehmen. Das heißt, das vom Nenner ist natürlich in den Zähler rein. Das dividiert sich dann wieder raus. Wir haben auf die Weise ein halb mathematisch noch angefügt. Jetzt wird tatsächlich gerundet, was daran liegt, dass natürlich 100 plus Umsatzsteuer sehr viel größer ist, wenn wir es durch 2 dividieren, als die 1, die wir durch 2 dividieren. Das heißt, jetzt passiert hier etwas, es wird ein halb tatsächlich noch aufaddiert, also es wird im Zähler noch ein halb obendrauf addiert, was danach beim Dividieren wegfällt, aber möglicherweise dazu führt, dass eben eine Aufrundung, noch ein kaufmännisches Runden erfolgt. Ich gebe das jetzt noch ein zweites Mal aus. Mehrwertsteuer gerundet. Wenn wir das Programm nochmal laufen lassen bei der 107 und 7 ändert sich nichts, haben wir weiterhin die 7 Euro enthalten. Bei 119 haben wir jetzt die 15,97, weil es eben 15,965 oder ähnliches gewesen ist. Soweit zur Übung 3.4. Sie können gerne eigene Lösungsvorschläge ins Forum stellen. Kopieren Sie dazu einfach Ihre Lösung aus der IDE. Gehen auf das Forum, Sie können unter Datei Neu Notiz eine neue Notiz hinzufügen, geben vielleicht einen Namen, Übung 3. Und damit das Ganze im Browser auch richtig angezeigt wird, würde ich Ihnen noch empfehlen, machen Sie davor ein Tag Code in spitzen Klammern und im Anschluss noch das Code aufgehoben, also nicht Code, dann wird es in HTML wirklich als Quelltext dargestellt und lässt sich so leichter lesen. Wenn Sie also Fragen haben oder eigene Vorschläge, dann bitte diese ins Forum stellen. Vielen Dank.